Guten Abend, meine Damen und Herren. Das aktuelle Polit- und Wirtschaftsmagazin Rundschau. Heilende Hände. Blinde chinesische Ärzte in einem Schweizer Spital. Für viele Schwerkranke neue Hoffnung. Schweizer Siedler. Mitten im Nahostkonflikt als radikale Siedler im besetzten palästinensischen Gebiet. Besser, ich lade die M16 zur Selbstverteidigung. Giftige Geschosse. Swissquoi-Soldaten im Kosovo. Jetzt wächst die Angst vor Leukämie. Neue Fakten zum Balkansyndrom. Die Rundschau. Über die Einsätze von uranhaltiger Munition im Kosovo-Krieg hat die NATO bisher nur zögerlich informiert. Erst heute hat sie eingewilligt, nun auch über den Munitionseinsatz im Bosnienkrieg detailliertere Unterlagen herauszugeben. Schweizer Soldaten, die in Bosnien und im Kosovo waren, sind beunruhigt. Nach dem Leukämietod eines Kommandanten der Gelbmützen stellen sich unangenehme Fragen. Sind die Einsatzgebiete der Schweizer Truppen tatsächlich harmlos? Gibt es wirklich keinen Zusammenhang zwischen abgereichertem Uran und Blutkrebs? Und ist die Gefahr der giftigen Geschosse vielleicht doch größer als bisher angenommen? Meine Kollegen Roger Brunner, Rees Gehriger, Thomas Gerber und Mario Poletti. Über solche Munition spricht ganz Europa. Das AZI-Laboratorium Spiez untersucht diese NATO-Geschosse mit dem Geigerzähler. Kein Zweifel, es ist Munition aus abgereichertem Uran. Die strahlende Munition kommt aus dem Kosovo. Nach dem Krieg waren im Dienste der KFOR auch Schweizer Soldaten im ganzen Kosovo unterwegs. Einer der Swissquoi-Soldaten war Rainer Vogler aus dem Kanton Luzern. Für den Kosovo-Einsatz nahm er stolz die Anerkennungsmedaille von Generalstabschef Hans-Ulrich Scherrer entgegen. Heute ist er besorgt. Wenn man selber Informationen will, muss man die überall suchen. Man wird eigentlich nicht direkt informiert vom VBS aus. Das ist das, was mir im Moment ein bisschen Sorgen macht. Ich weiss dann auch nicht, bin ich selber in Berührung gekommen mit dieser urangehärtete Munition oder bin ich in einem Gebiet gsi, wo es viel dieser Munition hatte. Die USA setzten uranhaltige Munition bereits im Krieg gegen den Irak zu Beginn der 90er Jahre ein. Aus Uran ist der Gefechtskopf. Das Uran wird gemäß NATO aus Rückständen gewonnen, die bei der Herstellung von nuklearem Brennstoff anfallen. Die Uranmunition entwickelt eine gewaltige Durchschlagskraft. Beim Aufprall schneidet sie sich durch die Panzerung hindurch. Das Uran, ein radioaktives Schwermetall, beginnt dabei zu brennen und entwickelt radioaktiven Staub. Im AZI-Laboratorium des Schweizer Militärdepartements, VBS, in Spiez. Ich habe keine Angst, weil ich kenne ja die Radioaktivität, die das Stück beinhaltet, und ich weiss, wie umgehen damit. Das schwarze Staub, das man hier sieht, das ist Uranoxid. Und das wäre jetzt nicht so gut, oder, wenn man jetzt grössere Menge von dem Staub jetzt zum Beispiel einschnaufen würde, oder wenn ich jetzt das würde abschlecken würde. Das wäre nicht so gut, wenn ich das in den Körper überkomme. In dieser Aufgabe, die Leute hier unten haben, ist die Gefahr wirklich vernachlässigbar. Die haben keinen Auftrag, irgendwie auf diesen Plätzen, wo die Munition eingesetzt worden ist, irgendwelche Arbeiten zu machen. Und schon gar nicht, zum Beispiel an Panzer, die eventuell getroffen wären, etwas zu machen oder in die hineingehen. Auf diesem Bild sieht man einen Kameraden und mich auf einem serbischen Kampfpanzer oben. Der Panzer ist als Kriegsschrott von der amerikanischen Armee eingesammelt worden und wird später dann vernichtet. Währenddem, als wir die Panzer besichtigt haben, haben wir uns eigentlich nichts Böses dabei gedacht. Erst jetzt im Nachhinein war es vielleicht schon ein bisschen leichtsinnig gewesen. Warum leichtsinnig? Man muss davon ausgehen, dass der Panzer mit urangehärteter Munition beschossen worden ist. Und von dort her besteht durchaus die Möglichkeit, dass der noch ein bisschen vor sich herstrahlt. Das Swissquoi-Camp im Kosovo en Miniature. Adrian Baumgartner ist Sprecher bei der Abteilung Friedenserhaltende Operationen. Er verweist auf den SAK-Befehl, es ist verboten, fremde Munition zu berühren.
Im Kosovo habe man die Schweizer Soldaten auf die Uranmunition hingewiesen. Jeder Swisscoi-Angehörige wird in der Ausbildung und im Einsatz mehrmals darauf aufmerksam gemacht, mit Nachdruck. Und diese Weiterbildungen sind obligatorisch, auch im Einsatz. Auf was wird er dann aufmerksam gemacht? Dass es solche Munition im Kosovo gegeben hat und dass man nochmal mit Nachdruck den Leuten wirklich ans Herz legt und nochmal befiehlt, lenkt nichts an, macht keinen Trümmertourismus. Und wenn es einer gleich macht, widersetzt er einem solchen Befehl und handelt in grob fahrlässiger Eigenverantwortung. Trümmertourist und Piranha-Fahrer Vogler sorgt sich, auch wegen des Staubs, den er in ganz Kosovo geschluckt hat. Wenn man mit dem Piranha auf der Strasse vom Kosovo unterwegs war, hat man den Staub am Boden sprichwörtlich müssen schlucken, weil man sich nicht hinter einer Windschutzscheibe verstecken konnte, wie zum Beispiel in einem Puch. Und wenn man davon ausgeht, dass auf diesen Strassen oder in diesen Gebieten, wo wir durchgefahren sind, solche urangehärtete Munition verschossen worden ist und dann irgendwann einmal liegen geblieben ist, dann gehe ich eigentlich davon aus, dass der Staub auf diesen Strassen, dass der durchaus die Möglichkeit besteht, dass der uranhaltig ist. Ist denn nicht der Befehl gewesen, dass Sie mit Staubschutz herumfahren? Nein, der einzige Befehl, der für die Fahrten gegolten hat, sind die von der Schweizer Armee üblichen Tauchbrillen-ähnlichen Augenschütze. Zurück im AZI-Laboratorium Spiez. Die zwei Geschosse haben wir mitgenommen, damit wir eine genaue Informationen haben, wie sich das Material zusammensetzt. Das Uran besteht ja aus verschiedenen Uranisotopen. Und das hat uns erlaubt, das im Labor genau zu untersuchen. Die Resultate sind brisant. Die Munition enthält nicht nur, wie bislang bekannt, das Uranisotop 238, sondern auch das Atommüll-Uranisotop 236. Sie haben das Uran 236 gefunden in dieser Munition. Das bedeutet, das muss Uran sein, wo bereits mal im Reaktor eingesetzt worden ist. Ist das korrekt? Also die Zusammensetzung von dem Material weist darauf ein, dass ein kleiner Anteil rezykliertes Uran darin ist. Was bedeutet das? Das bedeutet eigentlich nichts in Bezug auf die Gefährdung. Das ist, ich würde sagen, es ist mehr wissenschaftliches Interesse. Man sieht einfach, dass die Hersteller offensichtlich einen kleinen Anteil rezykliertes Uran verwendet haben. Schmid wiegelt ab. Spiez will die Studie erst im Februar publizieren. Das entdeckte Uran 236 dürfte vor allem aus solchen US-Atomwaffenfabriken stammen. Mit der Untersuchung in Spiez wird jetzt klar, wieder aufgearbeiteter Strahlenmüll landet in der NATO-Munition. Die Strahlenschutzbehörden wollten sich heute zum Befund aus Spiez noch nicht äußern. Aber Greenpeace redet. Dass man Uran verwendet, ist ein Skandal. Dass man jetzt Uran 236, wo offensichtlich rezykliertes Uran aus zivilen Atomreaktoren ist, verwendet, das ist jetzt die perfideste und widerwärtigste Form von Atommüllentsorgung. Für den Leukämie-Spezialisten Professor Jörg Gmür steht fest, alle Uranisotope erhöhen die Krebsgefahr. Wenn das tatsächlich so ist, dass Wehrmänner solche Isotope verwünscht haben, dann bedeutet das, dass sie eigentlich die radioaktiven Substanzen, zum Beispiel Uranisotope, dass sie die lebenslänglich in sich tragen und dadurch akkumulieren sie auch eine lebenslängliche Gefährdung. Das bedeutet nicht, dass sie alle an einer Leukämie erkranken, aber es gibt sicher eine Gefährdungserhöhung gegenüber einem Bevölkerungsdurchschnitt, der keine so eine Kontamination hat. Der Golfkrieg zur Befreiung Kuwaits. Die alliierten Streitkräfte verschossen 350 Tonnen Uranmunition. Im Spital von Basra machen Ärzte die Uranmunition für eine starke Zunahme von Missbildungen verantwortlich. Für die USA waren diese Bilder aus dem Irak bislang bloß anti-amerikanische Propaganda. Bombardement im Kosovo-Krieg. Die NATO gab zögerlich zu, dass sie auch hier 10 Tonnen Uranmunition verschossen habe. Der Italiener Salvatore Vacca ist 23 Jahre alt, als er im November 98 nach Bosnien fliegt. Als arbeitsloser Geometer zieht ihn der gute Sold zu den Friedenstruppen. Am Telefon ist er heiter und fühlt sich nützlich als Friedenssoldat.
Doch die Heiterkeit schwindet mit dem Befund, wonach sich seine Lymphdrüsen vergrößert haben. Bald hat er 10 Kilogramm verloren und mit ihnen das Lachen auf den Fotos. Am 27. April 1999 kam er ins Spital. Danach sagte er mir, alles ginge gut. Sie hätten diverse Bluttests durchgeführt und es ginge ihm prima. Er sagte, du warst immer dagegen, dass ich nach Bosnien fahre. Aber ich wollte fahren. Doch sein Zustand verschlechtert sich zunehmend. Nach wenigen Monaten stirbt er an Leukämie. Salvatore Vacas Tod, ein Zufall? Zu diesem Zeitpunkt ist das abgereicherte Uran, das die USA und die Engländer einsetzten, noch kein Thema für das breite Publikum. Doch in Italien häufen sich die Fälle von an Leukämie erkrankten und verstorbenen Soldaten. Bis heute sind es 6 Todesfälle und ein Dutzend Erkrankungen. Jetzt habe ich realisiert, dass es viele junge Soldaten gibt mit denselben Symptomen wie mein Sohn. Ich habe diese jungen Männer im Fernsehen gesehen. Die Wahrheit zu finden ist für uns unerlässlich. Ich weiß bloß, mein Sohn ist gesund gegangen. Und nach ein paar Monaten traf ich ihn mehr tot als lebendig an. So che mio figlio è partito sano e me lo ritrovo dopo un paio di mesi più morto che vivo. Besuch bei den italienischen Soldaten im Kosovo. Natürlich hat man auch hier Kenntnis von den Todesfällen der Kameraden, doch die Soldaten bleiben gelassen. Uns haben sie nie etwas von wegen abgereichertem Uran gesagt. Wir haben nichts gewusst. Wieso haben die Soldaten nie etwas von abgereichertem Uran gehört, Herr Oberst? Möglich, dass wir den Begriff abgereichertes Uran nie verwendet haben. Unsere Soldaten sind aber daran erinnert worden, dass wir in einer Umgebung sind, die nicht denselben Zivilisationsgrad hat wie beispielsweise Italien. Hier sind die Umweltrisiken natürlich größer. Das gilt für alle Länder, in welchen keine speziellen Umweltgesetze bestehen. Den Begriff abgereichertes Uran haben wir nicht verwendet. Hingegen haben wir in einem allgemeinen Sinn auf die Umweltrisiken hingewiesen und damit das abgereicherte Uran mitgemeint. Diese sogenannten Umweltrisiken beunruhigen auch Rainer Vogler. Darum hat er dem Militärdepartement VBS einen Brief geschrieben. Seit bald einer Woche vernehme ich aus den Medien von mysteriösen Todesfällen bei spanischen und italienischen KFOR-Kameraden. Weiter unten, ich finde es nicht nur schändlich, sondern geradezu skandalös, dass ehemalige Swissquote-Teilnehmer auch nach einer Woche noch nicht vom VBS informiert werden. Das VBS gibt auch im Dossier Balkansyndrom nur so viel zu, wie die Medien enthüllen. Das Beispiel des Schweizer Gelbmützenoffiziers Bruno B. Bruno B. war 1996 monatelang in Bosnien, hier bei einer Befehlsausgabe. Vor 2 Jahren ist er an Leukämie verstorben. Die Schweizer Armeeverantwortlichen sprachen anfänglich von einer bösartigen Erkrankung. Heute meldete das VBS, es werde die Todesursache von Bruno B. untersuchen. Ich bin kein Wissenschaftler, ich bin kein Prophet, ich spekuliere darüber nicht. Für mich ist der Tod von einem ehemaligen Kollegen, wir waren am Schluss beinahe Freunde, wir hatten auch privat noch Kontakt gehabt. Die Tatsache für mich als solche ist tragisch genug. Ob da ein Zusammenhang besteht oder nicht, ist zurzeit schlichtweg offen. Am Anfang bin ich sehr verschrocken, als ich das gehört habe, weil es eigentlich immer geheissen hat, bei der Schweizer Armee sei kein so Fall bekannt oder es sei gar kein Problem für uns. Und jetzt im Nachhinein muss man sagen, kommt plötzlich aus, dass da halt gleich so etwas passiert ist.